Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde in Bild und Ton. Fox tönende Wochenschau. In der Pulverfabrik von Saint-Chamas in Südfrankreich ereignete sich ein furchtbares Explosionsunglück. Als mutige Männer ihren schwerverletzten Arbeitskameraden zu Hilfe eilten, erfolgte eine zweite Explosion, der auch die Retter zum Opfer fielen. 52 Tote und mehr als 200 Verletzte sind zu beklagen. Präsident Lebrun ehrt die Toten und spricht den Hinterbliebenen seine Teilnahme aus. Freudig begrüßt die seit Jahren schwer um das tägliche Brot kämpfende Arbeiterbevölkerung von Südwales ihren jungen König. Sie weiß, dass dieser Besuch seinem ureigensten Wunsche entspringt. Besonderes Interesse findet der Wiederaufbau in den Elendsvierteln. Der König greift selbst zur Maurerkelle, um seinen guten Willen zur tatkräftigen Unterstützung des Gemeinschaftswerkes symbolisch zu beweisen. In dem stillgelegten Stahlwerk von Daules waren einst 9000 Mann beschäftigt. Jetzt ein erschütterndes Bild der Arbeitslosigkeit, wie wir es auch bei uns oft genug sehen konnten, bevor Adolf Hitler die Staatsführung übernahm. Der König hört hier selbst die Klagen der Bevölkerung und versichert, es muss etwas geschehen und es wird etwas geschehen. The news shown on the screen, I want to thank the many thousands who have telegraphed and written to me since the election. To all of you, I say, we can now march forward, all of us together. Der Vizekönig von Indien bei der Feier der Großjährigkeitserklärung eines der bedeutendsten indischen Fürsten. Gestatten Sie mir auch, Herr Mester, dass ich Ihnen zu Ihrem Geburtstag recht herzlich gratuliere.
Ich habe 16 Jahre bei Ihnen gearbeitet und habe alles das gelernt, was ich heute in meiner Lebensarbeit verwerten kann, an Kunst und Technik beim Film. Und darum bin ich Ihnen heute noch von ganzem Herzen dankbar. Wissen Sie, Herr Fröhlich, wie das war, als Sie damals zu mir kamen? Das ist her 35 Jahre. Erinnern Sie sich noch? So mögen vielleicht die ersten Aufnahmen ausgesehen haben, die der jetzt 70-jährige Oskar Mester und sein Schüler Karl Fröhlich um die Jahrhundertwende machten. Besuch König Eduard VII. In Berlin. Der greise Kaiser Franz Josef von Österreich auf einer Truppenschau bei Schönbrunn. Eine Aufnahme von besonderer historischer Bedeutung, die Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals. So hatten deutsche Techniker schon in den Kinderjahren des Films seine Wichtigkeit für die Berichterstattung erkannt. Es ist ein weiter Weg vom Kurbelkasten zum modernen Aufnahmewagen der tönenden Wochschau. Die Männer, die Tag um Tag bei Wind und Wetter für die Aufklärung und Unterrichtung von Millionen Mitmenschen kämpfen, werden hier selbst gedreht beim frohen Tanz auf ihrem Kameradschaftsabend in Berlin. Wir spielen hier ein Schauspiel aus einer Zeit, in der Pflicht und Opfer ein Volk groß machten. Auch unsere Zeit erfordert Pflicht und Opfer. Gebt alle für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes. Radfahrer, wer sich in Gefahr begibt, muss sich und andere schützen. Schütze du dich durch den weißen Leuchtstrich, den dir die DDAC-Verkehrshilfe kostenlos anbringt. Na, wenn uns die Autofahrer jetzt nicht erkennen, dann müssen sie eine Brille aufsetzen. Gläuger, was? Sauber. Schmeling ist Zeuge des Kampfes Neusselfurt im Haringey-Stadion in London. Die zu lockeren Seile werden den Kämpfern beinahe zum Verhängnis. Neussel greift an.
Nach hartem Kampf wird ihm der Punktsieg zugesprochen.